Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play das schwarze Auge Blackguards mit mir, dem Captain. Und wir sind dabei, weitere Nebenquests zu machen. Hier weitere dunkle Propheten. Die wollen wir doch mal gleich bekämpfen. Also, noch weitere dunkle Propheten, die wir zu bekämpfen haben. Wo ist sie denn? Da hinten ist sie. So, da haben wir einmal unseren Zwerg, der sogar anfangen darf. Im Grunde hier jetzt gleich mal die Bande da mal gleich mal wegjagen sollte, die hier vorne ist. So. Weil wenn du nämlich jetzt gleich mal schön einen Befreiungsschlag hier schaffst, dann sind die mal aus dem Weg gejagt. So, und jetzt kann ich nämlich auch mit meinen Freunden hier angreifen. So, jetzt muss ich nur mal sehen. Reicht es, wenn du dort bist? Nein. Du musst irgendwie näher dran sein, glaube ich, ne? Die kann ich auch nicht erwischen. Die könnte ich erwischen. Oder hier hinten hin, so. Nee, reicht immer noch nicht. Ah, das wäre natürlich noch doofer dort. So, wenn du da bist, kann ich den erwischen. Okay, dann hauen wir halt den um. So. So, damit ist die schon mal außer Gefecht. So. Du kannst hier rüber gehen und sie beschießen. 15. Kannst du da irgendwie so. Gehst du mal so? Kannst du da was machen? Zum Beispiel mit dem? Jawohl. Zack, 10. Und dann liegt sie auf der Nase. Und damit ist sie weg. Ja, ist klar. Du kriegst natürlich ordentlich ein auf Dach. Genau, Befreiungsschlag gegen euch. Damit liegt ihr schon mal genau richtig hier. Genau vor die Flinte gefallen. So, wer hat jetzt noch zwei? Du hast einen. So. 12. Boah. Ja. Ich brauche Hilfe. Ich weiß. So, du kannst jetzt erstmal. So. So, und jetzt kannst du dich selber heilen. Mit 15. Das war gut. Und du kannst dich nochmal
Selber heilen. Komm, nochmal 20. So, 3, zack, weg ist er. Ich töte euch alle. Und zack, 17. So, wenn das nicht geht, dann musst du das jetzt halt machen, wenn die anderen es nicht machen können. Zack, und das war's dann. Wir sind wieder frei. Wir werden jetzt die ganzen Propheten hier aufhalten. Oh, noch ein Reiterhelm. Okay, wir nehmen natürlich alles. Gibt noch mal Abenteuerpunkte, sehr schön. Ihr werdet vielleicht sollten wir den Kram doch verkaufen hier. Ja, aber nicht hier. Vielleicht verkaufen wir den einfach woanders. So, ist am Seeufer jetzt noch irgendwas? Da war noch der Typ hier unten. Ist noch die Heilung, aber die Heilung brauchen wir nicht. Haben wir alles, genau. Gibt doch echt keine anderen Quests hier mehr, ne? Oder? Hier 28. Dann gucken wir mal. Das war Osara. Was finden wir in Bini Villa? Haben wir hier auch irgendwelche Leute, die irgendwas machen oder so? Telemache, was ist mit dir? Ihr seht erschöpft aus, Werteste. Wie geht es eurem gesegneten Azulo? Ihm? Wundervoll. Gerade sitzt er an der Küste und schreibt mir ein Liebeslied. Dann scheint ja für euch alles gut ausgegangen zu sein. Nichts ist gut. Mein vollkommener Azulo treibt mich in den Wahnsinn. Ich brauche einen starken Rum. Was ist? Ein Albtraum. Azulo ist unerträglich besserwisserisch, treu bis zur Langeweile. Er fordert jeden zum Duell auf, der nur das kleinste falsche Wort zu mir sagt. Tagsüber ersticke ich an seiner Fürsorglichkeit und nachts treibt er mich zur Erschöpfung, obwohl ich längst ein Kind erwarte. Noch eine Woche länger mit dem Mann und ich gehe zugrunde. Ich hasse ihn. Tut mir leid, das zu hören. Ach ja? Wollt ihr nicht auf einen Tee hineinkommen? Ich brauche jetzt einen Mann. Einen richtigen Mann. Ich sagte euch doch, mein Herz gehört einer anderen. Und ich sagte, wenn ich euer Herz will, nehme ich ein Skalpell. Okay, einwilligen. In diesem Fall, ihr könnt mich wohl für ein Stündchen entbehren? Ich werde euch nicht untreu. Schöne Aurelia, aber ein Grande hat Pflichten. Kommt schon. Kommt schon. Wir möchten etwas lernen. Okay. Aber ein Grande hat Pflichten. So, so. Clarum Furum, Balsam Salabunde, okay. Hexenspeichel. Naja, gut. Hier ist nichts Besonderes mehr, ne? Großschild, exische Axt. Ne, hier ist nichts. Ihr seid. Tja, Telemache, war wohl nichts mit deinem wunderbaren. Deinem wunderbaren Mann, ne? Duja, wie sieht's hier aus? Gibt's in Duja auch irgendwelche Leute, die. Hier gibt's einen Händler dafür.
Der Schmied. Nix, okay. Willkommen. Genau. So, jetzt gehen wir nochmal nach Istina. Um über Istina weiter nach Süden zu reisen. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Keinerlei Aufständische. Vielleicht in Chorus. Ich glaube, in El Hamein habe ich sie schon geguckt. Habe ich sie schon vertrieben. Da waren sie ja in der Arena. Genau. Können wir eben hier in den Tempel gehen. Alles klar. Können wir nochmal nach Festina. Hier sind keine mehr. Das hatten wir schon. Sind in Lorfas vielleicht noch Aufständische? Nee. Und in Heldenrhein? Hier sind auch keine Aufständischen mehr, ne? Effendi? Hier gibt es noch einen Kriegsgürtel. So. Ich glaube, den holen wir uns noch. Wir haben ja eh genug Dukaten. Denn du hast 4, du hast 4, du hast 4. Du hast nur 2. Jetzt hast du auch 4. Genau. Damit kannst du nämlich jetzt auch ein paar Sachen ausrüsten. Hier sind noch Lebenstränke. So, damit kann Takate hoffentlich gut genug überleben. Jagdpfeile. Jagdbolzen. Gut. Und damit werde ich jetzt erst nochmal zurück nach Mingvilla gehen. Da war ich nämlich noch gar nicht. Jetzt sind da vielleicht auch Aufständische. Zum Beispiel im Alchemistenviertel. Ja. Die wollen nichts, die wollen nur Tränke. Mhm. Du auch nichts. Was gibt es? Du willst auch nichts. Ach so, dann sind wir wieder beim Stadtzentrum. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Also zum Kortisanenviertel. Wieder zurück. Dann Traumkrautviertel. Hier ist auch niemand. Höchstens hier hinten noch. Aber ich glaube, hier wird auch niemand sein. Katakombeneingang. Katakombeneingang wird es wahrscheinlich nicht sein, ne? Und ab zum Arenaviertel noch. Und im Arenaviertel ist selbstverständlich auch nichts. Ne? So, jetzt gehen wir nochmal zum Schmied hier. Der ja die ganzen Rüstungen und alles hat, ne? Gladiatoren, Kettenhaube und so weiter und so fort, ne? Kettenbeinlinge.
Vielleicht ist das genau die, das, was mir fehlt, ne? So. Anstatt jetzt hier die Plattenrüstung und diesen Reiterhelm zu haben, ne? So. Vielleicht ist die, ist das ja die Sache. Also ich meine, du hast jetzt diesen Kusslicker Laminar an, ne? So. Schützt gegen Infanterieschaden, gegen Stichschaden, gegen Schwertschaden, gegen Hiebschaden, gegen gewöhnlichen Schaden. So. So. Du hast dort nochmal, also wenn du den hast, genau, hast du diesen ganzen Kram, ne? Gewöhnlichen Hiebschaden, Schwertschaden, Stichschaden, Infanterieschaden, das einzige Gift und Feuerschaden da wohl nicht, ne? So, du hast praktisch gar keine Rüstung. Du hast praktisch auch keine Rüstung. So, und du hast Schütz gegen Allgemeinen, gegen Hiebschaden, gegen Schwert, Stichschaden, Infanterie, etwas gegen Feuer und etwas, ja, etwas gegen Feuer. Alles klar, gut. Und du hast hier 80, 40, 60, 40, 20. Genau. Was fehlt dir? Achso, das sind Gladiatorenbeinlinge, genau. Ja, Miezekatze, was machst du denn hier, ne? Und das ist jetzt genau die Frage, ne? Wenn du jetzt hier nicht nur diesen, ich meine, du hast diesen Bosparanisch. Was willst du eigentlich von mir, Miezi, hä? Stupst du mich jetzt hier an, hä? Hm? Ja, ne? Wir haben gar nicht geknuddelt heute, ne? Tja, dann musst du jetzt hier mal ein bisschen liegen bleiben am Computer, ne? Schön aufs Mauspad wiederlegen. Genau, ne? So, also. Du hast diese bosparanischen Sandalen, so. So, wie kriegen wir denn das jetzt ordentlich hin, ne? Kettenschuhe. Kettenhandschuhe, Kettenhemd, so. Das bringt alles nichts, ne? Man, die Brustplatte hier. Ja, aber die bringt alles nichts. Nein, komm. Bis dann. Haben wir nichts. Dann lassen wir es jetzt, ne? Dann lassen wir es. So. Sorgen wir lieber dafür, dass unsere Charaktere noch ordentlich ausgestattet werden hier jetzt. Zum Beispiel mit mehr Lebenspunkten. Wie bei dir. Entweder über das oder das. Ich glaube, wenn ich 10 Lebenspunkte habe, wird danach, genau, bei 10 Lebenspunkten wird danach die Konstitution wieder günstiger. Ne? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Du brauchst auch nochmal Lebenspunkt. So, und du? Ja, komm.
Du kriegst jetzt den 40. Lebenspunkt hier. Dann hast du wenigstens deine 40. Was ist mit dir? Einen. Noch einen. Alles klar, gut. Ja, dann haben wir alles wieder. Und dann wollen wir weitermachen. Dann gehen wir in das nächste Kapitel wahrscheinlich gleich rein. Wir werden jetzt Zeuge wahrscheinlich werden von den Echsen. So, ab zur Dschungellichtung. Und da ist es schon. Kapitel 5. Habe ich es nicht gesagt? Das ewige Tor. Warst du das letzte Mal hier, Takate? Vor 8 Jahren. Und? Jeder Riesenfahn noch an seinem Platz? Etwas stimmt hier nicht. Ja, es ist zu warm. Angros Essen muss ganz in der Nähe sein. Still. Okay, was haben wir hier? Mega King Kongs und all sowas? Gut, gucken wir mal. Also, wir haben hier einmal einen Mega King Kong mit 48. Und wir haben hier noch einen mit 48. 18. Ich würde ja sagen, du gehst einen so. Kannst du dann den hier... Der ist zumindest schon mal weg. Das wäre der erste Dicke. Oh, 28. Okay. Klaren Forum. Du kriegst jetzt mal 25 Lebenspunkte. Wie gut, dass ich ein paar Lebenspunkte geholt habe. Du kriegst nur 6. Ah ja. Alles klar, da sind 3 Stück gleich. Das heißt, ich kann doch gleich per Befreiungsschlag gleich mal schön loslegen hier, ne? Okay, so. Also du gehst erstmal so. Und 21. Ich denke mal, wenn du so gehst, wirst du ihn jetzt auch noch erwischen, ne? Und damit ist er tot. Alles klar. Damit haben wir nur noch einen dicken King Kong da drüben. Der hier jetzt aber auch endlich noch mal richtig gemacht werden muss. So. Jetzt kommt der Dicke. Okay, 14, alles klar.
So, du kannst auf den schießen, oder? Das ist aber zu nah dran, ne? Jetzt ist besser. Okay. Warum sind das nur 75? Warum sind das 75? Jawohl, und da liegt er. Damit haben wir den nächsten dicken. Und damit haben wir jetzt nur noch dieses kleine Krüppzeug hier, ne? Hier. Und du bist auch raus. Nee, der ist noch nicht raus. Okay, an was wollt ihr eigentlich immer gehen? Super. Was ist mit dir? 73, Wahnsinn. 7. Und Feuer. 6. Und das war's. Alles klar. So viel zum Dschungel hier, ne? Und wir kommen in das Moha-Dorf. Und da wir jetzt in Kapitel 5 sind, gibt es jetzt einen neuen Spielstand. 5.1, vielen Dank. Wir sind immer noch nicht im Moha-Dorf, okay? Okay, jetzt kämpfen wir gegen die Mohas. Und da haben wir zumindest schon mal einen Moha-Schamanen da hinten oben, den ich auf jeden Fall gleich weghauen muss. 22. Oh! Okay. In die Pflanze darf ich wohl nicht rein. Stufe 4! Ach du Scheiße! Gut, der liegt zumindest schon mal brach. Was soll denn das? Verdammt!
dreckiger Bastard! Ist er denn? Ist er? Ach, der ist das, ne? Oh, meine Güte, jetzt wird's aber langsam echt übel hier, ne? Warum kannst du denn gegen den so schlecht agieren, Mensch? Boah, das ist echt nicht gut, was hier passiert. Das ist echt nicht gut. Das ist klasse, ey. So, der ist weniger. Dann ist er auch weg. Zwölf. Okay. Ihr kriegt echt gut was drauf hier jetzt, ne? So, du kriegst mal hier die Lebenspunkte. So. Damit ist der zumindest schon mal weg.
Und du machst jetzt mal einen Befreiungsschlag hier. Ah, scheiße. Ah, Mist. Jetzt haben wir den gleich wieder gegen den eingesetzt. Gleich mal weg hier. So, noch mal eine Heilung. Mist. Och, Junge. Kannst du nicht auf den Zwerg gehen? Warum musst du denn jetzt auf den da hinten gehen, ne? Och. Du bist doch ein Tollpatsch. Die nächste blöde... Ach Gott. Ach, daneben. Elf. Natürlich nochmal auf ihn drauf. Weil es geht ja auch nicht anders. Er muss ja immer auf den Magier drauf schießen, schlagen, ne? Und nochmal den Magier wiederbeleben. So. Und jetzt belebst du sie wieder. Moment. Sie. Mit. So. Zehn. So, jetzt haben wir nur noch einen. Ja, ich weiß, du bist vergiftet. Wir sind alle ziemlich angeschlagen. Wir sind hier mitten im Dschungel und diese Moha mit ihren Spitzen hauen mich hier gerade echt zu Brei, ne? Du hast eh nichts mehr zu machen. Du meine Güte, du kannst auch sonst nichts. Hexenspeicher. Komm, nochmal 10 Lebenspunkte. Damit bist du bei 32. Gifte sind weg wieder. Und noch ein Pfeil. Und 7. Na, endlich. Der Kater hat recht. Etwas stimmt hier nicht. Diesen Weg. Wie alt war eure Schamanin, als du das Dorf verlassen hast? Wer weiß, ob sie noch lebt. Wer sagt, dass sie wirklich irgendetwas weiß? Diesen Weg. Schnell. Das war echt gerade ziemlich,
ziemlich übel, ne? So. Jetzt nehmen wir erstmal eine Ration. So. Und bevor wir da reingehen, werden wir uns jetzt erst nochmal die Wunden wegnehmen. Wer weiß, was uns in dem Dorf jetzt erwartet sonst, ne? Was ist denn? Das haben. Ja. Wunderbar. Kurz speichern. 5.2. Also wenn es so hart jetzt hier echt wird, ne? Da muss man echt alles dran setzen jetzt hier, dass das gut wird, ne? So. Muss auf jeden Fall mehr Lebenspunkte sammeln hier, ne? Mal Lebenspunkt hier sammeln. Und der Zwerg. ...250 für den. Schon zu wenig. Gut. Also haben wir zumindest mal ein bisschen was noch aufgestockt. Dann können wir jetzt beruhigt weitergehen. Also ab ins Moha-Dorf, ne? Jemand singt. Die Geisterfrau, wir müssen sie finden. Sucht in den Hütten. Entdeckung! Finde die Moha-Schamane in einer der Hütten. Danach musst du dich mit ihr und allen überlebenden Helden zurück in die Startzone begeben. Alles klar, gut. Okay. Ja, was ist jetzt? Kommt die nächste Miezekatze an hier, oder was? Ne, ich will doch die Schamanen suchen, ne? Ne, 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 den Schokopudding lassen wir mal, ne? Also irgendwo muss die ja sein hier, ne? So. So. 25, gut. So. Gut, damit sind es nur noch 2. Darüber und kannst du hier irgendeinen angreifen? Du latscht hier rüber. Was hast du da?
25, gut. Oh, okay. Das heißt, in der Mitte muss ich mich abmachen jetzt beim nächsten Mal. Okay, du bist noch nicht tot. So, jetzt ist die Frage, gehen wir gleich die erste Tür. So. Gut, das haben wir überstanden. Dann jetzt hier den. Hopp, und damit sind die Viecher alle weg. Was ist das? Takate Aknikawa. Die Geisterfrau wird uns folgen. Schnell, wir bringen sie aus dem Dorf. Kien. Gut, so kann er wunderbar rauslaufen. Du kannst von da hinten abhauen. Du kannst von dort abhauen. Vielleicht hilft uns das weiter. Du haust da ab. Du kannst hier hin. So, du auch noch. Und das wär's. Damit hätten wir sie besiegt. Beziehungsweise die Frau gerettet. Gucken, was sie uns sagt. Nicht kämpfen! Bringt erst die Geisterfrau in Sicherheit! Warum denn? Die sind nicht umsonst gelandet. Entschuppen wir das Drachengezücht. Schiffer!
Sind 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Muss auf jeden Fall irgendwo 1, 2, 3, 4, 5. Okay, gut. Wohin? Nee, ich muss die besiegen, ne? Ich muss sie echt besiegen. Gut, dann fangen wir mal mit den Zweien hinter uns an. Ach, super. Was ist das denn jetzt? Große Flugechse. Sechsundzwanzig. Gut, der erste hinter uns ist weg. So, dann. Nein, was machst du denn da? Du sollst das doch nicht auf dich selber machen, Mensch. Ach. Kannst du irgendetwas? Ich meine, du kannst dir wahrscheinlich. Den angreifen. Okay. Warum? Warum geht? Ach Mann. Och, und der trifft natürlich jetzt nicht. Mann, warum triffst du denn nicht jetzt? So, jetzt. 16, gut. So, und Feuer. Gut, der nächste weg. Alles klar. Gut. Fünfzehn.
Oh, ja, danke, Zwerg, ne? Aber der ist auch... Okay, 37, der ist auf jeden Fall nicht völlig allein. So. So, jetzt kannst du da jedenfalls die 20 Lebenspunkte draufbringen wieder. Die abgezogen wurden. So. So, wer ist dran? Takate. Du haust auf jeden Fall gut zu. Ach Gott. Oh, da ist der nächste von den Viechern. Gott, wie viele wollt ihr denn noch kriegen hier? So. 17. Klasse, ey, weißt du? Aha, du fliegst weg. Verletzt. Im Prinzip kann ich dich auch direkt wegbrutzeln jetzt. 24 und dann legst du. Okay, kriegst du nochmal einen Schlag ab. Ach, setzt er sich da drüben hin, okay? So, jetzt müsste aber der eine gleich weg sein, oder? 20. Befreiungsschlag. Jawohl, das war gut. Das hat gesessen. Jawohl, 72, sehr gut. Und... Okay, 13, jawohl. Und wer darf geheilt werden? Du darfst dich selbst heilen. Muss mal nach vorne kommen, okay?
Lieber schießt du auf den. Oh, da kommt ja noch einer. Verdammt. Es kommen immer mehr. Gut. Achtundzwanzig. So, gegen das jetzt noch mal ein 16. Boah, noch einer. Gut, damit liegst du auch. Haben wir schon mal drei Stück. Krieg ich nicht, ne? Das waren jetzt alle hoffentlich, oder? Das waren alle. Was haben wir hier? Den Reißer. 1000 Bisse. Oh, Jok, Lilak, Tia. Du, Lulukwata. Hier, weiße Frau. Esst noch etwas. Kowatschik. Also, was hat sie dir erzählt? Sie weiß, wo das ewige Tal liegt. Dort finden wir das Böse. Kann sie uns führen? Nein. Das Tal ist tabu. Tabu? Kein Moha betritt das ewige Tal. Oder er verliert sein Tapa. Seine Seele. Tabu? Aha. Was geschieht mit denen, die nicht abergläubisch sind? Niemand kommt einfach so in die ewige Stadt. 1000 Stufen führen zu einem hohen Tor, bewacht von großen Göttern aus Stein. Das klingt doch schon besser. Frag sie, ob es einen anderen Weg gibt. Hupamtan Van Kaudaledu? Ja. Shatan Van Po. Es gibt einen verborgenen Weg. Einen Weg durch den Berg. Eine Höhle. Urdak. Chotonku. Aber der namenlose Wahn ist stark um das Tal. Okay, was ist mit deinem Stamm? Was ist mit eurem Stamm geschehen? Das böse Flüstern breitet sich aus. Es verschlingt alles. Unsere Stammesbrüder und Schwestern sind ihm zum Opfer gefallen. Oder es hat sie getötet. Alle übrigen haben die Echsen geholt. Wie hat sie dem namenlosen Flüstern widerstanden? Huakao, Tapam Kama. Solo Ibonba. Takte Ibon. Es gibt eine Wurzel. Sie wächst im Garten der Ahnen. Eine Wurzel, die den Geist vor Einflüsterungen böser Geister schützt. Eine Wurzel, aha. Dann sollten wir uns in diesem Garten umschauen. Wo ist dieser Ahnengarten? Ich führe euch. Okay, gut. Gehen wir. Da ist der Ahnengarten. Und ich reise erstmal wieder zurück. Wahnsinn. Und werde erstmal wieder alles nach oben bringen. Raja mit.
im Tempel baden gehe. Dann schaue, was wir noch hier haben oder brauchen. Also wir haben auf jeden Fall Jagdpfeile zu wenige, habe ich den Eindruck. Jagdbolzen sind genug da. Na gut, dann werde ich mich mal auf die Suche nach ein paar Jagdpfeilen machen. Und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Bis denn, sagt der Captain.